Fast alle Terrier sind Jagdhunde. Aufgrund ihres Temperamentes, ihrer Robustheit, ihrer hohen Intelligenz und Lernfähigkeit sind sie optimale Jagdhunde. Der Jagdtrieb lässt sich durch konsequente Erziehung im Zaum halten. So sind die meisten Terrier heute ausgezeichnete Familien- und Begleithunde. Dieser dürfte der kleinste in der Familie sein, der Yorkshire. Auch der Yorkshire, heute oft als Schoß- oder Promi-Hund abgestempelt, war ein echter Jagdhund. Das zeigt auch sein Temperament. Typisch Terrier, wenn man ihn lässt, ist er überaus lebhaft, verspielt und flink. Sein Haar ist mittellang, völlig gerade und glänzend. Von der Struktur her ist es seidig, nicht wollig. Das herabhängende Haar am Kopf und Fang ist lang und hat eine satte, goldene Tarnfarbe. Tägliches Kämmen und Bürsten sind erforderlich, besonders nach dem Spaziergang, damit das Haar nicht verfilzt. Lassen Sie die Hunde nicht zu lange allein, sonst sind kleine Katastrophen mit großen Auswirkungen vorprogrammiert. Denn ist Langeweile angesagt, können sich die Hunde schon mal eigene Beschäftigungen suchen. Und schon sind Möbel, Kissen oder Ähnliches in Gefahr. Außerdem leidet der Hund bei zu langer Einsamkeit unter Trennungsangst. Die Folgen können schwerwiegend sein. Lange, ausgiebige Spaziergänge, 2 bis 3 Stunden täglich und das bei Wind und Wetter, sollten eingeplant werden. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, lassen Sie die Hunde ohne Leine laufen, damit sie sich richtig auspowern können.